Ich wurde gefragt, etwas zu sagen, was auf dem Spiel steht. Und Frau Hasler hat es schon gesagt. Meine Antwort ist sehr einfach, sehr viel. Ich möchte aber auch noch ein paar andere Dinge bei dieser Gelegenheit sagen. Ich möchte erstens darauf aufmerksam machen, dass Klima viel wichtiger ist als oft angenommen. Für viele ist es nämlich etwas Nebulöses. Ich möchte sagen, dass ein ungebremster Klimawandel wir uns nicht leisten können. Meines Erachtens, eben wie Frau Hasler gesagt hat, steht das Wohlergehen der Menschheit auf dem Spiel. Manchmal sage ich auch eine humane Zivilisation. Und wie schon Herr Silas Hobby gesagt hat, der beschlossene Klimaschutz heißt jegliches Verbrennen von Kohle, Öl und Gas weltweit bis circa 2050 stoppen, also der beschlossene, sage ich. Das gilt übrigens auch für alle anderen Versuche, den Klimawandel zu stoppen, einfach vielleicht ein anderes Jahr. Und dies erfordert vorbildlos einschneidende und tiefgreifende Änderungen auf allen Ebenen. Im letzten IPCC-Bericht, den wir im Oktober vom letzten Jahr veröffentlicht haben, zu 1,5 Grad, da sprechen wir von historically unprecedented, also es ist noch nie derartige Transformation auf die Menschheit, der Menschheit abgefordert worden. Und ich denke auch, der Schweiz fällt eine Vorbildfunktion zu. Jetzt könnte ich aufhören. Ich als Naturwissenschaftler habe aber immer das Gefühl, ich muss das irgendwie rechtfertigen. Ich darf nicht einfach nur so Dinge daher sagen. Und ich möchte deshalb Sie einladen, mit mir ein paar von diesen Punkten etwas anzusehen. Warum sage ich, Klima ist weit wichtiger als oft gedacht? Das ist Luzern heute, nicht? Und ich zeige Ihnen jetzt Luzern vor 18.000 Jahren. Da war Luzern begraben unter einer etwa 100 Meter dicken Eisschicht. Und ich zeige Ihnen jetzt hier Luzern vor etwa 4 Millionen Jahren mit Pliozän, auch Luzern, nicht? Jetzt meine Frage an Sie. Ist klar, da haben wir einen Klimaunterschied. Aber wodurch besteht er? Wie lässt er sich charakterisieren? Zum Beispiel im oberen Bild. Was denken Sie, wie viel wärmer war es damals? Also ist keine Prüfung. Ich frage einfach. Ich möchte, dass Sie sich das im Kopf überlegen. Will jemand irgendeine Zahl sagen? 2 Grad, okay. Andere Zahlen, ja? 5 bis 6 Grad im Durchschnitt, ja? 15 Grad. Ich habe schon 30 gehört, wenn ich diese Frage gestellt habe. Ja? Also, es war 2 bis 3 Grad wärmer als heute. War sehr gut da, der erste. Im unteren Bild, wie war die Temperatur? Ist klar, kälter, nicht? Wir haben 100 Meter dicke Eisdecke über Luzern. Wie viel kälter? Ja, etwa 4 Grad. Ja, ist sehr gut. 3,5 bis 4,5 Grad. Also, ich habe ja gesagt, es soll keine Prüfung sein. Es geht einfach darum, dass man die Zahlen, die man so oft hört im Zusammenhang mit Klimapolitik, dass man die verbinden kann mit einer gewissen Umwelt und dass sie sehen, dass die sehr unterschiedlich sein kann. Jetzt kommt die nächste Frage. Was denken Sie, wie hoch der CO2-Gehalt war auf dem oberen Bild? 400, sehr gut. Er war etwa 400, also wir sagen zwischen 350 und 460. Also 400 ist ein guter Best Estimate. Im unteren Bild, da hat jemand 200 gesagt vorher, das war in der Tat 200, nicht? Überlegen Sie sich, wie viel wir heute haben. Ich werde es dann noch gleich sagen, wie viel es ist. Jetzt Meeresspiegel. Wie hoch war der Meeresspiegel im oberen Bild im Vergleich zu heute? Etwa 14 Meter höher. Und im unteren Bild war der Meeresspiegel etwa 120 Meter tiefer. Also, wir haben eigentlich geringfügige Unterschiede in Bezug auf die Temperatur gegenüber heute, 2 bis 3 Grad.
bei 400 ppm, wir haben minus 3,5 bis 4,5 Grad bei 200 ppm. Und die Schwierigkeit, also wir haben da einen Unterschied etwa zwischen diesen beiden Bildern von 5,5 bis 7,5. Und diesen Temperaturunterschied könnten wir bis Ende Jahrhundert haben, wenn wir den Klimawandel nicht abbremsen. Ja. Spielt keine Rolle bei diesen Unterschieden hier, praktisch keine. Also es gibt, oder vor 4 Millionen Jahren, da hatten wir vor allem eben einen anderen CO2-Gehalt, der war eigentlich entscheidend. Und dieses Klima auf dem oberen Bild ist über Millionen von Jahren gleich geblieben oder ähnlich geblieben. Wir hatten noch kein Eisschild bei Grönland zum Beispiel. Das hat nichts zu tun mit den Eiszeiten und Warmzeiten, die wir nachher hatten in den letzten 2 Millionen Jahren. Dort spielt die Sonnennähe eine Rolle. Also es hat nichts mit der Erdachse taumeln oder mit dem der Erdumlaufbahn um die Sonne, die etwas näher einem Kreis. Oder wir sind ja in der glücklichen Phase eigentlich, dass wir eine sehr lange Warmzeit hätten. Oder wir könnten noch einmal mit 23.000 Jahren rechnen mit dieser Warmzeit, die wir zurzeit haben, wenn wir sie nicht zerstören mit dem Anthropozän. Jetzt, was bedeutet ungebremster Klimawandel? Möchte ich zuerst einmal sagen, eben CO2 ist die wichtigste Ursache des Klimawandels. Das wird auch immer wieder bestritten, aber es ist so. Und ich habe vorhin Ihnen ja gesagt, wie hoch der CO2-Gehalt war. Er ist heute über 400 auf der Erde. Das heißt, wir haben eigentlich uns in Bezug auf die Umwelt schon festgelegt, eine derartig starke Änderung zu haben, wie wir sie eben, wir sind 4 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit gegangen eigentlich. Indem wir eben den CO2-Gehalt um 48% erhöht haben gegenüber den vorindustriellen Bedingungen, die Warmzeit, die wir heute haben, das sogenannte Holozän, Max Frisch geschaffen hat, nicht? Oder ermöglicht hat. Jetzt der Treibhausgas. Gasausstoß nimmt zu, hier aus dem letzten IPCC-Bericht. Er nimmt zu, stetig zu. Seit 1970 eben circa die Hälfte nochmals dazugekommen. Also wir wissen das, dass das aus menschlichen Tätigkeiten, also Verbrennen, Kohle, Öl, Erdgas, stammt. Insbesondere auch durch falsche Nutzung von Landflächen, Rodungen beispielsweise, Abbrennen von Wäldern und so weiter. Zementproduktion auch, dieser CO2-Ausstoß, der ist angestiegen. Und die Konsequenzen aufgrund des physikalischen Verständnisses, das wir haben, sind klar. Wir haben einen beobachteten Klimawandel. Ich möchte das anhand von einem kleinen Filmchen zeigen. Sie sehen hier eine Temperatur plus 2 Grad. Lokal, das ist nicht der globale Durchschnitt, das kann also weit den globalen Durchschnitt übersteigen. Der Blau bedeutet 2 Grad kälter und das ist das Filmchen. Das beginnt im 19. Jahrhundert und Sie sehen immer für 5 Jahre den Durchschnitt. Sie sehen, dass die Temperaturentwicklung, die ist eine sehr variable Sache. Also selbst wenn wir so ein kleines Mini-Klima wie 5 Jahre im Durchschnitt ansehen, aber Sie sehen sicherlich deutlich, dass wir hier ein Überwiegen haben, auf der ganzen Erde eine Erwärmung sehen können. Ich kann das nochmals anders zeigen. Hier sehen Sie eine Klimauhr, könnte man sagen, aber es ist eigentlich eher eine Wetteruhr seit 1850. Sie sehen hier Dezember, Januar, Februar und dann den globalen Durchschnitt. Das beginnt eben wieder 1850, geht dann bis 2017. Sie sehen hier schon die Witterungskapriolen. Das Wetter ist eben nicht das Klima. Das heißt, sie haben ganz unterschiedliche Jahresverläufe, aber sie sehen trotzdem deutlich in dieser Spirale, dass das alles in Richtung eben 1,5 Grad gegangen ist, insbesondere in den letzten Jahren. Wir hatten da im weltweiten Durchschnitt 1,5 Grad schon fast erreicht. Im IPCC-Bericht 1,5 Grad haben wir unter anderem die wissenschaftliche Literatur untersucht auf die Frage, wie warm ist es denn heute? Sie sehen hier 4 verschiedene Datensätze, die wurden zusammengefasst.
jeweils, weil Klima eben der Durchschnitt der Witterung ist, für 30 Jahre. Sie sehen hier ganz viele 30-Jahres-Perioden anhand von diesen roten Balken. Und weil wir eben keine 30 Jahre heute haben, muss man das mit einer sogenannten Regressionsrechnung machen, wenn man bestimmen will, wie hoch die Temperatur heute ist, indem man den Trend der letzten 15 Jahre hochrechnet, und das gibt 1 Grad, zwischen 0,8 bis 1,2, dieses Vertrauensintervall. Also wir haben heute etwa eine Erwärmung von 1 Grad. Und es ist so, dass das weltweit der Fall ist, zum Beispiel in der letzten Warmzeit, Sie haben das angesprochen, vor 128.000 Jahren, da hat eben die Erdachse eine Neigung gemacht im Vergleich zu heute. Das heißt, da war jetzt die nördliche Hemisphäre näher der Sonne, also ganz geringfügig näher der Sonne. Und dadurch ist die Erwärmung dort vor allem in der nördlichen Hemisphäre erfolgt. Und Sie sehen hier, das ist zum Teil auch so, wegen der Pole Amplification. Aber was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, Sie sehen hier dieses Bild links für den Winter den Durchschnitt. Sie sehen rechts für den Sommer. Klimaskeptiker können sehr leicht widerlegt werden. Das kann nicht die Sonne sein, wenn im Winter die Erwärmung am stärksten ist, sondern das kann nur die Folge des CO2 sein. Klimawandel in der Schweiz. Es gibt ein ganz ähnliches Bild. Sie sehen, wie die Farbe von Blau von kühl nach rot, nach wärmer erfolgt. Also auch in der Schweiz stellen wir Erwärmung fest. Aber wenn Sie beachten den Film, den ich gezeigt habe, das müsste ja nicht unbedingt sein. Das ist aber der Fall. Und man kann in der Schweiz die sogenannte frühindustrielle Periode, weil wir es in 1864 begonnen haben, Temperaturen zu messen, vergleichen mit dem heutigen letzten 30 Jahren zum Beispiel. Und das heißt dann, dass wir in der Schweiz eine 1,85 Grad Erwärmung hatten. Ich muss das nochmals zeigen. Während wir global im Durchschnitt nur 0,72 hatten. Also in der Schweiz wird es doppelt so warm. Und das hat Auswirkungen. Und ich möchte hier nur kurz etwas auf die Extreme eingehen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das ist dann das Problem, das wir haben, wenn die Frau Hasler zum Beispiel oder sonst jemand von ihren Kolleginnen zu mir kommen und sagen, hat jetzt diese Überschwemmung wieder etwas zu tun mit dem Klimawandel, dann müssen wir immer sagen, nur bis zu einem gewissen Teil. Es kann auch Zufall sein. Das ist einfach so, aber eben viele Schwalben machen schon einen Sommer. Das heißt, die Extreme treten gehäuft bis rekordartig auf. Und das ist eine Folge des Klimawandels, wo wir sagen können, zum Beispiel ein Extremereignis ist wesentlich wahrscheinlicher. Wenn wir das letzte Jahr ansehen, dann sollte ein solches Jahr nur einmal in 100 Jahren per Zufall entstehen. Bei 1 Grad globale mittlere Erwärmung ist die Wahrscheinlichkeit einmal in 10 Jahren. Bei 1,5 Grad übrigens ist die Wahrscheinlichkeit 2 von 3 Jahren. Und bei 2 Grad ist es praktisch jedes Jahr. Die Bodenfeuchtigkeit ist entsprechend extrem gesunken, also rekordartig gewesen, mit Konsequenzen für die Landwirtschaft in Milliardenhöhe in Europa. Wenn wir dann auch andere Konsequenzen ansehen, wie die Anfälligkeit auf Feuer, wenn wir Überschwemmungen ansehen, wo wir wissen, dass Starkniederschlagsereignisse häufiger werden und auch intensiver werden, Trockenheitsphasen. Wir haben auch positive Effekte, wie beispielsweise hier im Jahr 2011, da war genügend Feuchtigkeit mit der erhöhten Erwärmung da, hatten wir Rekordernten bei der Zuckerrüben. Oder dann eben 2010 in Pakistan riesige Überschwemmungen. Oder auch 2010 in Russland, bei uns ein verregneter Sommer, wegen dem Omega, das liegen geblieben ist. Oder die Überschwemmungsgefahr für den Bahnhof Zürich, wo man ja heute den Abfluss aus dem Silsee reguliert und dafür auf etwas Stromproduktion verzichtet, nur damit das nicht passiert. Oder Sie sehen hier 2005 der untere Grindelwaldgletscher, wo eben 500.000 Kubikmeter Felsmaterial zu Tale gestürzt ist. Da hat sich dann ein See gebildet, der musste mit dem Abflussstollen entlastet werden, weil er sonst gedroht hat, die unterliegenden Dörfer zu überschwemmen. Das sind alles Kosten, die wir übrigens einfach so wegstecken in der Schweiz im Allgemeinen und nicht beachten in der Klimadebatte, sondern immer nur uns konzentrieren auf, wie teuer denn die Mitigation wäre.
Und das war zum Beispiel 2003 und eben intensivere Niederschlagsereignisse im Winter, wenn es eben unter Null ist, kann auch heißen sehr viel Schnee. Wir hatten auch viele Dächer, die eingestürzt sind, zum Beispiel hier in Österreich im Januar 2019. Oder hier sehen Sie auch nochmals eine Grafik über extreme Sommer, wo Sie sehen, dass die eben alle in der letzten Zeit waren, die extrem kühlen, die liegen weit in der Vergangenheit. Das sind ein paar Beispiele. Bei einem Grad globaler Erwärmung, in der Schweiz etwa doppelt so viel, wenn wir in den 2 Grad haben, dann können wir annähernd davon ausgehen, haben wir etwa doppelt so viele solche Auswirkungen. Bei 3 Grad vielleicht grob gesehen, stimmt nicht ganz, aber mal eine Größenordnung. Sie müssen sich vorstellen, es wird einfach alles schlimmer, schlimmer, schlimmer. Vielleicht 3-mal so viel bis 4-mal so viel. Klimawandel der Zukunft. Also, wichtig ist zu verstehen, wir können als Wissenschaftler die Zukunft nicht voraussagen. Wir können nur Szenarien durchrechnen. Wir können Annahmen treffen, was jetzt zum Beispiel in der Schweiz nicht nur der Ständerat, sondern auch dann der Nationalrat beschließen wird, was andere Länder beschließen werden, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Bei der Beibehaltung heutigen Ausstoßes, das wäre zum Beispiel so eine Annahme, einfach als Illustration, da können wir zum Beispiel Folgendes sagen, wir erreichen beispielsweise 1,5 Grad bis 2040. Das hat eine gewisse Unsicherheit dabei, also vielleicht ist das schon 2030 erreicht, vielleicht 2052. Vielleicht kommen diese ominösen 12 Jahre, die angeblich wir gesagt haben, hätten wir noch Zeit im IPCC. Von daher, ich weiß es nicht. Genau. Wenn wir das langfristig betrachten, dann können wir eigentlich 2 Dinge machen. Wir können versuchen, die möglichen Szenarien einzugabeln. Das heißt, bei einem sogenannten ungebremsten Klimawandel haben wir Szenarien gerechnet, die so aussehen. Und Sie sehen da bis ins Jahr 2300 8,5 Grad gegenüber vorindustriellen, nicht? Und von daher kommen so Aussagen, die ich mache, weil wenn Sie oft hört man nur bis 2100 etwa 4 oder 5 Grad, aber das sind 8,5 Grad, denn wenn wir auf einer solchen Trajektorie sind, dann können Sie die nicht einfach hier in diesem Zeitpunkt umkippen, nicht? Umdrehen. Und da haben wir dann vielleicht in der Schweiz noch Kakteen oder semiaride Verhältnisse. Nicht? Ich glaube zwar nicht, dass wir dann noch mit Schaufel und Pickel und als Einzelne in derartigem Maß, wie wir das jetzt tun, eben Kohle abbauen können zum Beispiel. Da bin ich sicher, da ist die Zivilisation schon vorher zusammengebrochen. Nicht? Aber das sind die Dinge, die möglich sind aufgrund der wissenschaftlichen Kenntnisse. Demgegenüber können wir zum Beispiel einen ambitiösen Klimaschutz beschreiben. Der Weltklimaratbericht hat das gemacht, wo wir eine Begrenzung auf 2 Grad mit 66% Wahrscheinlichkeit machen. Dann sind wir beispielsweise 2300 gemäß diesem Szenario bei 1,5 Grad Erwärmung, also immer noch wärmer als heute, ungefähr wieder zurück beim jetzigen Zeitpunkt. Das sind also diese beiden Eingabelungen. Wir haben im Vorfeld von Paris haben die Länder Versprechungen gemacht, die Schweiz beispielsweise bis 2030 um 50% reduzieren. Dann würden wir irgendwo hier auf einer mittleren Entwicklung sein. Im Moment ist es einfach so, dass wir immer noch ständig bloß dieser Trajektorie gefolgt sind. Jetzt, es ist wichtig zu sehen, dass dieses Szenario hier eigentlich nicht übereinstimmt mit dem Pariser Beschluss, den die Schweiz ratifiziert hat, weil das nimmt zum Beispiel an, dass wir erst um ungefähr 2070 auf Netto Null sind. Also was heißt das eigentlich, Netto Null, oder was heißt Klimapolitik und Klimaschutz? Ich denke, es ist sehr einfach. CO2-Emissionen in circa 30 Jahren auf Netto Null bringen, das heißt, weltweit heißt das, das ist ein globales Problem und weil man wichtige Dinge mehrmals sagen muss, sage ich es noch einmal. noch einmal und noch einmal. Und schauen Sie,
Sie lachen jetzt, aber ich habe erst vor kurzem einen gut gemeinten Artikel im Tagesanzeiger gefunden, der schwafelt irgendetwas von allerhöchstens 1,5 Tonnen. MyClimate spricht auch von solchen Zahlen. Ich finde, es ist einfach noch nicht angekommen, was das heißt. Und Netto Null heißt natürlich, dass wir ganz sicherlich mit sämtlichen Verbrennungen von Erdöl, von Gas, von Kohle aufhören müssen, denn sonst schaffen wir Netto Null nie. Und wie muss man das tun? Es ist klar, wir müssen völlig umstellen auf Erneuerbare. Und eben das Pariser Übereinkommen will das ja anstreben. Herr Silas Hobby hätte das gesagt von in der zweiten Hälfte. Aber wir haben gezeigt, dass die Ziele, die im Artikel 2 stehen, eben nicht kompatibel sind mit dem. Im 1,5-Grad-Bericht haben wir gezeigt, das heißt Netto Null bis 2050. Ich möchte auch noch sagen, Frau Hasler, viele von Ihren Kollegen, die sagen immer wieder so Dinge wie die USA seien ausgestiegen aus dem Pariser Abkommen, das ist nicht wahr. Die USA hat nur ihre Absicht auszusteigen bekannt gegeben, kann frühestens am 4. November das Gesuch einreichen und kann frühestens am 4. November 2020 austreten. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Wiederwahl ansteht von Präsident Trump. Also das ist immer noch ein sehr effektives Abkommen oder Übereinkommen. Frau Leuthard hat sich da auch sehr eingesetzt dafür. Sie ist dreimal nach Paris geflogen in dieser Woche, weil Bundesratswahlen waren. Nein, wirklich, sie hat sich sehr eingesetzt. Ich finde, es ist nicht richtig, das zu kritisieren. Was eben oft übersehen wird, ist, ich höre auch oft in den Medien, dass es heißt, Paris würde von Begrenzung auf 2 Grad reden, das ist nicht wahr. Es ist deutlich unter 2 Grad, für eine Mehrheit von Ländern heißt deutlich unter 2 Grad 1,5 Grad. Und das vereinbarte Ziel, also die vereinbarten oder in Aussicht gestellten Reduktionen, die würden eben eine Erwärmung von vielleicht bei den jetzigen Reduktionszielen von 3 Grad bedeuten. Das heißt, die Ziele, die die Länder bis jetzt versprochen haben, da wird erwartet, dass die verschärft werden, weil das ist ja nicht in Übereinstimmung mit dem Pariser Übereinkommen. Eine Begrenzung deutlich unter 2 Grad mit Anstrengung möglichst auf 1,5 Grad von einer Mehrheit der Länder verlangt, heißt, dass natürlich die jetzigen Reduktionsziele völlig ungenügend sind. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum der Bundesrat jetzt angekündigt hat, dass wir eben bis 2050 auf Null sein wollen, mit allen Treibhausgasen übrigens. Jetzt, Klimaschutz ist finanzierbar, ist etwas, was ich sagen möchte. Ich werde nicht im Einzelnen darauf eingehen. Das ist praktisch nicht nachweisbar. Er erzeugt etwas Kosten. Klimawandel ist irreversibel. Wenn wir morgen sämtliche Emissionen stoppen würden, würde die Temperatur praktisch stehen bleiben über 1000 Jahre. Sie geht nicht mehr zurück. Also jede Klimaerwärmung, die wir zulassen, ist im Prinzip irreversibel. Das kommt aus den Eigenschaften des Klimasystems. Ich werde die nicht erklären hier an dieser Stelle. Ich möchte einfach, dass Sie das mit berücksichtigen. Das ist etwas, das oft übersehen wird. Wir müssen negative Emissionen machen, wenn wir das verändern wollen. Flüchtlinge und Klimawandel sind verknüpft, zum Beispiel selbst Syrien, wo wir Trockenheitsphasen hatten in den letzten Jahren, die 1 Million Menschen aus den ländlichen Gebieten verdrängt hat. Es ist so, dass jedes Jahr zählt. Ich möchte auch das noch schnell zeigen. Wir haben im IPCC-Bericht 1,5 Grad gezeigt, es gibt eine frühzeitige oder eine verspätete Trendwende, sozusagen viele Wege nach Rom, eine Begrenzung auf 1,5 Grad. Also schauen wir mal die Trendwende nach Verzögerungen an. Wenn wir das tun, erreichen wir schon netto Null bei dem gewünschten Zeitpunkt in etwa, bei dieser verspäteten Trendwende. Aber das heißt, dass wir so viel
fossile Brenn- und Treibstoffe in die Atmosphäre bringen, dass wir die nachher nicht mehr kompensieren können mit der üblichen Land- und Forstwirtschaft und geschickten Landnutzung, sondern dass wir zusätzlich BECCS brauchen, also Bioenergy Carbon Capture and Storage. Wir müssen Wälder in riesigen Flächen, vielleicht in der Größenordnung von Kanada in diesem Fall hier, bewirtschaften, das Holz nutzen, verbrennen, das CO2 abspalten, in den Untergrund permanent einlagern. Und nur so könnten wir diese Nettoemissionen in diesem Verlauf entsprechend anbringen. Das heißt, wir müssen korrigieren, das, was wir heute tun, dass wir ständig aus dem geologischen Untergrund CO2 in die Atmosphäre bringen. Diese Umschichtung, die müssen wir eigentlich eben rückgängig machen. Das heißt, nicht nur aufhören mit dieser Technik, sondern wir müssen die auch rückgängig machen, wenn wir diese Ziele, die wir beschlossen haben, erreichen wollen. Und das heißt, wir müssen eben dieses BECCS zum Beispiel brauchen. Das ist im Moment am erfolgsversprechendsten, auch am kostengünstigsten, dass wir hier eben wieder umlagern aus der Atmosphäre zurück in den geologischen Untergrund. Und die Menge an Land, die wir hierzu brauchen, die auch nicht in Konkurrenz stehen darf mit landwirtschaftlicher Nutzung, die bedeutet eben eine frühzeitige Trendwende. Und die frühzeitige Trendwende heißt eigentlich, dass wir zurückgehen mit den Emissionen netto ab 2020 und nicht erst ab 2030. Und nur dann können wir bei einer geschickten Land- und Forstwirtschaft eben netto null erreichen, also zum Beispiel noch fliegen. Ja, also ich aus zeitlichen Gründen sage ich hier nicht mehr viel dazu. Es gibt so ein paar Charakteristika, die wichtig wären. Also die Vermeidungspotenziale sind groß und bisher weitgehend ungenutzt. Weltweit sind sie vor allem im Energiesektor, in der Industrie, in der Waldwirtschaft, dann im Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude und dann noch andere. Und wenn wir das auch weltweit ansehen, dann sieht das zum Beispiel so aus. Und ich möchte einfach hier, das wurde schon anfangs gesagt von Herrn Silas Hobi, der Anteil des Flugverkehrs ist zum Glück noch sehr klein. Ich denke, den Langstreckenflug werden wir vermutlich nicht voll verzichten wollen. Es ist natürlich obszön, zum Shoppen nach New York zu fliegen übers Wochenende. Aber das könnten wir, wenn wir dem Verbrauch, dem Verbrennen von Erdöl, Gas und Kohle vollständig aufhören, dann haben wir gute Möglichkeiten, dass wir einen solchen Anteil an Emissionen, wie er heute ist, eben kompensieren können. Auch die kleine Schweiz ist in der Pflicht, das werden meine Mitredner nachher noch sagen. Ich möchte nur auf den historischen Aspekt hinweisen. Wenn Sie ansehen, wie der Anteil war an den Emissionen, dann ist die USA immer noch in der Pflicht mit dem größten Anteil am Anstieg des CO2, wie wir ihn heute messen können, eben 25%, EU insgesamt 22% und erst dann kommt China. Es ist immer noch ein wesentlich kleinerer Anteil, der China hat. Ja, ich denke, das werden andere noch machen. Das größte Problem in der Klimapolitik in der Schweiz sehe ich in den nächsten 10 Jahren, dass wir die Trendwende im Jahr 2020 schaffen sollten und nicht erst 2030. Und es ist halt leider eben nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Und denn die Zeiten des einfachen Handelns haben wir verpasst. Und wie das hier auch schon gesagt wurde, es gibt heute nicht Hölle oder Inferno, sondern leider beides. Ich fasse nochmals zusammen. Klima ist wichtiger als oft angenommen. Ungebremsten Klimawandel können wir weder verkraften noch uns leisten. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Ich denke, eben eine humane Zivilisation. Ich beneide meine Enkelin nicht, wenn sie mal so alt ist wie ich, wenn es uns nicht gelingt, dieses Problem wirklich zu lösen. Der beschlossene Klimaschutz heißt natürlich, bis 2050 weltweit Kohle, Öl und Gas nicht mehr verbrennen. Und dieses erfordert vorbildlos einschneidende und tiefgreifende Änderungen auf allen Ebenen, nicht nur im Flugverkehr, sondern auf allen Ebenen. Jede Möglichkeit, die sich uns bietet, irgendetwas beizutragen, muss genutzt werden vom Bund, von den Kantonen, von den Gemeinden und von den Individuen. Die Schweiz hat eine gewisse Vorbildfunktion. Wir sind ein reiches Land. Ich hoffe, dass wir die wahrnehmen werden. Danke.